Wenn er sich gerade nicht mit Wissenschaft beschäftigt, widmet sich der Gentleman Scientist gemeinsam mit seinem Chat Geschichten. Was er dabei erlebt, das erfahrt ihr hier in Gentsy's Journal. Da prügeln wir echt eine ganze Weile drauf rum. Aber das liegt wahrscheinlich auch an meinen DPS. Das könnte genauso gut euer Schicksal sein. Habt ihr das in Betracht gezogen? Ist da irgendwas explodiert? Nichts, was ich gesehen hätte, aber kann durchaus sein. Ich bin der Meinung, unter meinem Kreuz war dann eine Feueranimation. Da hast du recht. Aber ich habe halt nicht gesehen, wie das dahin kam. Das war so ein bisschen mein Problem. Ist dann aber tatsächlich auch schon ein Stadium, wo es anfängt, unübersichtlich zu werden. Dämonenbrut wird im Feuer umkommen. Aber wir sind gar keine Dämonenbrut. Ich glaube, er spawnt zwischendurch diese kleinen Feuerchen. Hier diese da. Oh. Ich vermute, in sowas bin ich reingeraten. Oh. Erstes Failsafe hat gezündet. Lass mich!
So. Möchtet diesen Teppich jetzt bitte nicht kaufen? Da kommt der Hopser. Heieiei. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. So schick. Da. Ah, da stand ich nicht hinter den Minions. Oh fuck. Oh fuck. Da hat der Failsafe wieder gezündet. Ah. Gern hinter den Minions. Minions! Scheibenkleister. Ja, springt er dahin. Sehr gut. Dann trinke ich mal hier den Heilbrunnen aus. Kap. Bring den endlich um! Himmel, Arsch und Wolkenbruch. Erst war Loot, dann Gespräche. Unterwältigend, naja. Glaubt ihr, unsere Reise hat noch Sinn? Wir kämpfen gegen das Ende der Welt, wie wir sie kennen. Was könnte es Sinnvolleres geben? Ach, ich weiß ja nicht. Vielleicht ein schöner Abend in einer Taverne mit Freunden, die nicht am Ende alle sterben? Ich mag ihn. Einer der ikonischsten Bosse im Spiel. In der Tat. Und ja, die Musik ist großartig, aber Alter. Boah. So, jetzt nehme ich das hier erstmal wieder raus. Und dann sprechen wir mit Maltahel. Nephalem, ich werde alle Konflikte beseitigen. Im Tode herrscht der ewige Frieden. Ihr spielt mit einer Macht, die ihr nicht versteht, Engel. Vor allen Dingen im Tode, ne, sind alle Konflikte vorbei. Fragt mal die hier. Oder all die Leute, die da draußen wiedererweckt werden. Ich muss zurück. Ist für die der Konflikt vorbei? Ich glaube nein. Hey. So. Wenn keiner mehr beleben kann, naja, das würde ja bedeuten, ne, Maltahel und alle anderen Engel
hören auch auf zu existieren. Das würde bedeuten, auch die Dämonen hören auf zu existieren. Aber das ist ja Quatsch. Das ist ja auch gar nicht Maltaes Ziel. Maltaes Ziel ist ja nur, die Menschheit auszurotten. Wegen des Dämonenanteils. Um die Engel geht's ihm ja nicht. Und die Dämonen greift er zumindest bisher auch nicht an. Also steht durchaus noch auf dem Programm, von einem Dämon oder Engel wiederbelebt zu werden und als Skelett kämpfen zu müssen. Ihr habt den Engel getötet, der für all diese Schrecken verantwortlich ist? Ja, aber nicht seinen Meister. Sobald auch er tot ist, werdet ihr in Sicherheit sein. Ich glaube euch. Ja, was hast du auch für eine Wahl? Weil wenn du mir nicht glaubst, dann ändert das genau nichts an der Realität. Aber das ist okay. So, was möchte die Dame? Es würde mich interessieren, mehr über eure Reisen zu hören. Ah, die Geschichten, die ich euch erzählen könnte. Ich kenne Hedrick aus der Zeit, als er und seine Zukünftige mit den Vezin reisten. Sie war wunderschön und verfügte selbst über mystische Kräfte. Ich lehrte sie einige Dinge. Die beiden heirateten dann. Kurz darauf hatte ich eine schreckliche Vision von dem, was ihnen widerfahren würde. Wir waren Freunde, aber es gab nichts, was ich tun konnte. Also teilte ich meinen Wein mit ihnen. Wir lachten, wir tanzten. Ich wollte, dass sie so lange wie möglich glücklich waren, bevor... Sie hat nie mit mir darüber gesprochen. Aber ich glaube, sie wusste es. So viel übrigens, ne, zu in die Zukunft gucken können, ist total die tolle Gabe. Ich frage mich, ob wir deine Haare nicht zu Geld machen könnten, Liebste. Jetzt reicht es, Harold. Wenn wir diesen Albtraum überleben, begebe ich mich zum Gut meiner Eltern in Bramwell. Liebling, das ist eine exquisite Idee. Dein Vater verfügt über mehr als genug Geld, um... Ich warne dich. Folge mir und ich werde dich nackt an einen Baum binden, damit die Krähen sich an dir satt fressen können. Vielleicht denkst du dann endlich an etwas anderes als an Geld. Die Frau, ne? So muss das. Immer fester Druck auf den Kerl. Ich muss aufbrechen. Mein Bruder wird in Königshafen im Verlies sterben, wenn ich nicht jetzt etwas unternehme. Was sagt ihr? Ein Gefangener aus Königshafen? Diese armen Teufel wurden gerade hierher nach Westmark in unsere warmen Zellen überstellt. Aber ja, zum Zufall. Seit dem Beginn der Angriffe haben wir von der Garnison nichts mehr gehört. Edlin, ich muss ihn finden. Helft ihr mir? Ja, na dann. So. Natürlich helfen wir. Reden mir. Sucht ihr euren Bruder, Lyndon? Er scheint euch zu kennen. Wenn die Diebesgilde jemanden sucht, findet sie ihn auch. Security? Der haut nicht. Können wir das bitte nicht machen? Diebesgilde. Ihr könnt euch nicht hinter eurem Freund verstecken, Lyndon! Das Schwert macht also seine eigenen Skelette, ich verstehe. Das finde ich an sich ganz gut. Mehr Minions ist besser als weniger Minions. Na? Ganz einfache Rechnung.
Ja, bisher ist es ja soweit unspektakulär. Der Tisch hat euch auch richtig viel geholfen, Leute. Okay, interessant. Ah, hier geht's weiter. Skelettmagier von draußen. Wie viele Leute hat die Diebesgilde mitgebracht, nur für den einen Kerl? Gute Güte. Ist schon so ein bisschen Overkill, oder? Scheint es. Das ist ein Eisentor. Das sieht so ein bisschen aus, als würde es da weitergehen. Ich tendiere dazu, erstmal die andere Seite zu kontrollieren. Nicht, dass uns am Ende was entgeht. Also kurz einmal zurück. Dann gucken wir mal hier auf der anderen Seite. Das war kurz und schmerzlos. Gut. Dann doch die andere Richtung. Er muss hier irgendwo sein. Lauf, 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 lauf. Auflauf, Schnauflauf. So, Eisentor. Edlins Zelle. Enoch White. Okay. Ihr werdet für das, was ihr Nigel angetan habt, sterben. Dann töten wir Enoch White und seine Männer. Das können wir. Seine Männer sind dann schon mal tot. Auch nicht. Wahnsinnig spektakulär ist er jetzt aber nicht, ne? Boink. Untersucht Edlins Zelle, machen wir sofort. Hier ist jedenfalls nichts mehr. Edlin. Er ist tot. Ich hätte mich der Gilde nie anschließen dürfen. Er hat es mir gesagt, doch ich wollte nicht auf ihn hören. Er war schon tot, bevor wir in Westmark ankamen. Alle Anzeichen deuten darauf hin. Dieser Dolch,
ist ein vertrauter Anblick. Nehmt ihn mit. Vielleicht steckt hinter der ganzen Sache mehr, als wir denken. Okay. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Hier gibt es keine neuen Dialoge, ne? Nee, er hat auch keine. Er hat auch keine. Dann einmal kurz Sachen raus. Jetzt, da Urzael tot ist, werde ich nach Bramwell gehen und meinen Sohn suchen. Die Straßen sind noch nicht wieder sicher. Das ist mir egal. Oh je. Immer diese überstürzten Aktionen. Dank euch kann ich meine Frau endlich zur letzten Ruhe bitten. Eine Aufzeichnung dieser Katastrophe würde sich eines Tages richtig spannend lesen, wenn denn jemand überlebt, um sie zu schreiben. Ja. Wenn jemand überlebt, um sie zu lesen, vor allen Dingen. Urzael ist tot. Nur ein paar seiner Seelenernte haben überlebt. Ihr habt Westmark gerettet. Nein, wir wissen noch immer nicht, wo Maltael sich versteckt. Diese seltsame Frau, die ihr mitgebracht habt, glaubt, sie könne helfen. Sie hat darauf bestanden, sofort mit euch zu sprechen. Ich war gerade da. Hättest du doch einen Ton gesagt. Und jetzt gibt's wieder Dialoge. Urzael ist besiegt. Westmark ist gerettet. Und dennoch beschweren Gedanken mein Gemüt. Die anderen mögen feiern. Wir allerdings kennen die Wahrheit. Es werden noch viele sterben, bevor dieser Krieg zu Ende ist. Weise Worte, Freund. Dennoch müssen wir auch weiter voranschreiten. So viel habe ich schon von euch gelernt. Welch Glück mir beschieden ist, dass ich den Retter von Westmark treffe. Ihr müsst mir unbedingt einige Fragen beantworten, wenn eure Arbeit zu Ende ist. Ja, dann schon. Hyras neu etablierte Herrschaft über Westmark konnte jedoch den Bürgerkrieg nicht beenden und er wütete weiter, bis er dem Wahn und schließlich der Seuche zum Opfer fiel. Cornelius, der Enkel von Justinian dem Dritten und getreuer Anhänger des Glaubens der Zakarum, nutzte diese Gelegenheit, um die Rebellen ein für alle Mal zu vernichten und zum neuen König zu werden. Also hat sich schon der gute Justinian nicht ganz regulär aufgeschrieben. Bevor er Westmark gründete, diese Invasion abzuwehren, wäre ein Kinderspiel für ihn. Ich bin mir ja nicht sicher, ob Rakkes, nur weil er ganz Konduras erobert hat, was halt hauptsächlich ein Haufen Sümpfe sind, deswegen damit hier kein Problem gehabt hätte. Ich habe Lysas Stimme nochmals gehört und konnte verstehen, was sie sagte. Sie ruft nach mir, doch es klingt, als käme ihre Stimme von weit her, aus einer anderen Welt. Ihr Geist hätte schon vor langer Zeit von uns gehen sollen. Ist sie wirklich tot? Ich weiß es nicht. Doch was ich weiß, ist, dass sie da draußen ist und dass sie mich braucht. Okay, das klingt aber erstmal nicht, als wäre sie tot. Was hat er hier? Eine perfekte Nacht. Liria war so einsam und Sai war so lebendig, so voller Leben. Sie verbrachten eine perfekte Nacht miteinander und danach kam sie mit geröteten Wangen wieder hervor. Dirgist eilte an ihre Seite, aber Sai war bereits verschwunden. Der Rubin an Lirias Hals war der einzige Beweis, dass er jemals dort gewesen war. Sai muss Angst gehabt haben. Nein, zu der Zeit noch nicht. Er fühlte Stolz. Klingt nicht sehr intelligent von dem guten Sai, die Götter zu ärgern. Bryson hat einen Fehler gemacht, aber er kann immer noch lernen. Er ist ein Dummkopf und Dummköpfe überleben hier nicht lange. Ah, es scheint, als seid ihr befangen. Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Ihr habt eure Emotionen nicht im Griff, also lasst ihr die Menschen erst gar nicht mehr an euch heran.
Das mag effektiv sein, aber es ist dennoch töricht. Behaltet diesen Unsinn besser für euch. Sonst könnte ich vergessen, wie viel ich euch schulde. Oh weh. Leute haben Schwierigkeiten. Cheldo, ich weiß, wie ihr Maltael finden könnt. Aber es wird euch nicht gefallen, was ich zu sagen habe. Ich höre. Es gibt nur eine, die euch sagen kann, wie ihr Maltael finden könnt. Sie erwartet euch in den Blutmarschen. Und ihr kennt sie bereits. Adria. Ihr hattet recht. Mir gefällt nicht, was ihr sagt. Findet den Eingang zur Gruft von Rakis in den überwucherten Ruinen. Okay. Aber was hat... Was ist aus Adria geworden? Adria lebt noch. Ja. Die hat sich dann davon gemacht und wir haben sie nicht mehr aufgestöbert. Adria ist nicht mehr so, wie ihr sie in Erinnerung habt. Sie macht sich Blutmagie zunutze, um sich darauf vorzubereiten, den schwarzen Seelenstein zurückzuholen. Erzählt mir mehr. Manches kann man nicht erklären. Ihr müsst es mit eigenen Augen sehen. Ihr könntet euch auch einfach unmissverständlicher ausdrücken. Ihr habt einfach keinen Sinn für Abenteuer. Ja, danke. Ich meine, es ist eine Sache, ne? Wenn die liebe Frau Wahrsagerin die Zukunft nicht verändern kann und deswegen die Klappe hält. Aber wenn sie schon was sagt, dann nur Quatsch zu erzählen, finde ich schon irgendwie frech. Die Engel werden uns nicht unterstützen. In den hohen Himmeln herrscht Verwirrung und Uneinigkeit. Ihr müsst daran denken, dass Maltael einst unser Anführer war. Ein Grund mehr, ihn zu stellen. Imperius befehligt die Streitmacht und er wird sie nicht auf einen Engel ansetzen. Erst recht nicht auf ein ehemaliges Mitglied des Angiris-Rates. Das wird er bereuen. Imperius, meine lieben Leute, ist ein Depp. Ich lasse euch nicht allein ziehen. Wie bitte? Jemand muss dafür sorgen, dass ihr Adria nicht tötet, bevor sie euch Maltaels Aufenthaltsort preisgibt. Ihr seid der Erste, der an meiner Selbstbeherrschung zweifelt. Sequenz. Zu den menschlichen Leichen auf den Straßen Westmarks gesellen sich jetzt tote Engel. Und ihre Zahl wird steigen, bis ich weiß, wo sich Maltael versteckt. Es ist mir schleierhaft, wie Adria an dieses Wissen gekommen ist, aber irgendwo in den Blutmarschen werden wir die Antwort finden. Wie werdet ihr Adria die Informationen über Maltael entlocken? Ach, eigentlich will ich das gar nicht wissen. Ja, dann frag doch nicht. Wir hatten den schwarzen Seelenstein in den Tiefen der Nephalem-Ruinen hier in der Nähe versteckt. Wir dachten, er wäre dort sicher. Aber Maltael hat ihn nichtsdestotrotz gefunden. Ja, Maltael ist und bleibt halt irgendwie ein Engel, ne? Ich finde es übrigens spannend, guckt euch mal hier die Leichen an. Auf dieser Fläche. Die sind irgendwie von der Textur nicht richtig. Hast noch einen guten Link bezüglich der Booster-Studie gefunden? Oh, sehr gut, dankeschön. Ich halte mich für einen Experten auf dem Gebiet der Sumpflinge. Der Sumpfling an sich ist eine kleine, seltsame Kreatur, die sich hauptsächlich mit der Futtersuche und dem Graben beschäftigt. Unter normalen Umständen fürchten sie uns Menschen. Doch wenn sie unter dem Einfluss magischer Objekte stehen, werden sie sehr aggressiv. Besonders Ringe scheinen es ihnen angetan zu haben. Okay. Adrias Aufzeichnungen Teil 1. Das erste Mal, als ich eine Hexe sah, war auf einem brennenden Scheiterhaufen. Mein Vater brachte mich zum Dorfplatz, damit ich es mit ansehen konnte. Schau genau hin, sagte er. Das ist das Antlitz des Bösen. Aber sie sah aus wie jede andere Frau und brannte ganz gewöhnlich. Als die Flammen sie verschlangen, fanden ihre Augen die meinen. Und ihr entfuhr ein Lachen. Ja, wer weiß, was sie in ihren Augen gesehen hat. Das
sie sich so gefreut hat. Und irgendwas ist echt hier in den Blutdingern mit den Leichentexturen nicht okay. Die sind unglaublich unplastisch. Significant and equivalent control of virus replication and lower airways was observed following Uber Boost. Therefore, an Omicron Boost may not provide greater immunity or protection compared to Uber Boost.